Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier bei Heisenberg Zockt, und zwar Verdun. Ja, wie wir Franzosen so sagen, Verdun, nicht Verdun und auch nicht wer weiß ich nicht was, sondern Verdun. So, jetzt konnte ich gleich mal zu Beginn etwas angeben, das ist auch schön, kann ich selten genug. Und ja, ich weiß, wie man es ausspricht. Jetzt dieses Spiel hier, ich weiß nicht genau, wie man spielt. Also ich habe schon mal ein bisschen gespielt, wo wir gerade beim Spielen sind. Es ist halt eher auf Multiplayer ausgelegt, das Ganze. Und ja, vielleicht sollte ich noch sagen, worum es geht. Das ist ein First World War Shooter, einer der wenigen, bei dem es sich eben halt, wie der Name sagt, um den Ersten Weltkrieg dreht. Und man spielt hier entweder Franzose, Deutscher, Kanadier. Gott, was war denn da noch alles dabei? Ich glaube, die Amerikaner, ja, mit Sicherheit, die haben da noch mitgemischt. Habe ich die Kanadier schon erwähnt? Ja, halt die ganzen Truppen, die da unterwegs waren. Ich habe schon mal so ja ein paar Minuten gespielt und musste feststellen, das ist, wenn man hier alleine spielt, schwierig. Heiliges bisschen. Einmal rüber in die Höhe, boing, tot. Das geht sowas von ratzfatz schnell. Es ist krass. Jetzt gut, das Spiel ist von Black Mill Games. Und ja, viel mehr muss man eigentlich nicht wissen. Wir können einfach mal anfangen. Wir suchen mal ein Spiel. Und zwar machen wir Frontlinien. Und das Ganze ist halt extrem realistisch. Also das hat mit einem Call of Duty oder einem Battlefield gar nichts zu tun. Das ist, ja, es ist ein Kopfschuss und man ist weg. Und die Kopfschüsse, die kommen schnell. Und jetzt hier, man wählt nicht direkt einen Server, auf dem man startet, sondern mehr eine Squad. Was nehmen wir denn? Wir können jetzt hier irgendwas mal anklicken. Ich kenne mich hier auch nicht wirklich aus. Aber schön, dass man hier die Karte noch sieht. Da sieht man nämlich das Verdun. Wo ist es denn? Gar nicht in dem Sinne hier drauf. Oder sehe ich es bloß nicht? Das ist eigentlich hier ziemlich in der Nähe zur deutschen Grenze. Da müsste Saarbrücken noch irgendwo in der Nähe sein. Straßburg ist hier noch. Hier unten ist Freiburg im Breisgau. Ja, das ist halt die Karte, wie sie aussah im Ersten Weltkrieg, nehme ich an. Sieht die heute groß anders aus? Kaum. Zumindest nicht hier, nicht auf diesem Fleckchen Erde. Aber wir wollen jetzt auch nicht Kartenstudium betreiben, sondern spielen. Also wir nehmen jetzt hier mal irgendwie was und können dann hier unten auswählen, was wir wollen. Sturmmann, Waffenspezialist, Nahkämpfer. Ich nehme mal den Sturmmann. Was auch immer ein Sturmmann ist, das sagt mir jetzt herzlich wenig. Ich kenne mich mit dem Ersten Weltkrieg nicht wirklich aus. Bin ich auch ganz froh. Das war grausam. Also wenn man das Spiel sieht, also jemand, der den Ersten Weltkrieg aktiv an der Front miterlebt hat und das überlebt hat, heiliges bisschen, das muss dann eine Kombination aus Glück und Können sein, wie man sie wahrscheinlich nicht oft hat im Leben. Das ist dermaßen krass, ja, es ist halt einfach, es ist Krieg. Krieg ist scheiße, ganz einfach. Anders kann man es nicht sagen, aber wir spielen das ja nur. Die Simulation eines Krieges, die macht halt Spaß, weil es Adrenalin ist. Ganz klar, so. Was haben wir denn jetzt? Neues Gefecht startet in... Okay, toll. Genau in das Ende einer Session, einer Session reingespawnt, so wie es aussieht. Gut, jetzt wird hier aufgeteilt und gemacht und getan. Kein Dunst, was hier alles durchgerechnet wird. Die meisten Schüsse, ohne daneben zu schießen. Ja, da steht bestimmt nie Heisenberg. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Neues Gefecht startet in 8. Okay, die Zeit haben wir noch. Das sind ein paar Sekunden. Und es knallt und tut schon. Die Grafik ist ordentlich, zweckmäßig würde ich mal sagen. Und das Spiel lebt halt primär von der Atmosphäre, finde ich. Und jetzt lädt es nochmal schnell. Lebt nicht nur von der Atmosphäre, sondern es ist eben, wie gesagt, eigentlich als Multiplayer-Spiel konzipiert. Das heißt, wenn man hier mit Freunden zum Beispiel spielt, das Ganze ist sehr taktisch. Also, man hat 4 verschiedene Klassen. Wir haben jetzt eine von diesen 4 Klassen gewählt. Ich muss mit einem Auge immer noch gucken, ob ich irgendwo drücken muss oder ob es... Klicken Sie um einen neuen Tipp. Nein, wollen wir alles nicht. Wir wollen eigentlich spielen. Das müsste dann in 1-2 Stunden losgehen. Nein, ich glaube, jetzt geht es gleich los. Ah, jetzt habe ich hier eine Pistole. Nein, ich will doch keine Pistole. Ja, also, das sind wir. Und wir sind im Schützengraben, wie das so ist. Im Ersten Weltkrieg. Aber eigentlich hatte ich bis jetzt ein Gewehr. Und ein Gewehr ist natürlich dann doch ein bisschen besser. Wie nur hier die Pistole. Wir haben Kimme und Korn, wie sich das gehört. Und das Ganze erinnert mich irgendwie ein bisschen an Red Orchestra 2. Ich kann nicht mal genau sagen, warum. Und so die Anfangszeit von Arma.
Und ich gehe hier mal in Deckung, denn wie gesagt, einmal macht es zurz und dann liegt man. Und wir müssen jetzt da hinten, das ist markiert, da müssen wir angreifen. Ich werde hier mal die Löcher ausnutzen. Und unten links sehen wir die Map. Die ist relativ wichtig. In das rote Gebiet dürfen wir nicht rein, nicht solange das nicht freigegeben ist von unserem Kommandeur oder Kommandanten. Und wir müssen auch immer ungefähr bei unserem Kommandanten bleiben, sonst kriegen wir eine Meldung, dass wir den verlieren und dass das nicht geht. Und wenn wir in den roten Bereich unten bei der Map gehen, dann gelten wir als fahnenflüchtig, dann werden wir erschossen. Und zwar von den eigenen Leuten. Aber diese Map, die ändert sich andauernd, denn wenn der Kommandant befiehlt, dass wir angreifen, dann wird aus dem Rot plötzlich ein Grün und dann müssen wir stürmen, wenn der Kommandant befiehlt, dass wir hier... Ja, genau, da werde ich schon das erste Mal erledigt. Das ist schwierig, es ist schon ohne Reden schwierig. Wenn der Kommandant befiehlt, die Stellung zu halten, das ganze Gebiet zu verteidigen, dann können wir natürlich nur in dem Gebiet sein, wo wir es verteidigen müssen. So, in 3 Sekunden geht es wieder weiter. Da hat doch gerade noch ein Kopf rausgelugt. Ach, kann ich irgendwie die Klasse wechseln? Ich möchte eigentlich, also primär möchte ich ja mal in die Hocke gehen. Denn das ist ja Käse. Was bin ich denn hier für ein Typus Soldat mit nur einer Pistole? Das riecht eigentlich fast nach schon bald Kommandant. Kann das sein? Oh, seht ihr? Sie haben das Schlachtfeld verlassen. Da wäre ich 3 Sekunden später erschossen worden als Fahnenflüchtiger, als Deserteur. Liegt hier was ich aufnehmen kann? Nein. Okay, weiter. Wir fassen Fuß, weiter angreifen. Mache ich. Mir fehlt gerade ein bisschen die Orientierung. Unten sehe ich zwar auf der Map, wo ich bin. Ja, jetzt laufe ich Richtung angreifen. Okay. Aber ich laufe immer noch aufrecht. Das ist dann eher, nennen wir es mal, ein bisschen dümmlich. Boah. Ja, Engel, genau. Das dachte ich auch, dass das ein Engel gewesen sein muss, als er mich erwischt hat. Ja, es ist halt Käse mit der Pistole, ich muss es nochmal sagen. Es ist auch mit dem Gewehr nicht viel einfacher. Aber irgendwie, ich fühle mich so nackig mit dieser blöden Pistole. Und eigentlich müsste man doch fast Offizier sein. Die Offiziere liefen doch primär rum mit Pistolen. Jetzt hat es einen zerlegt. Kann ich denn dem die Waffe klauen? Das weiß ich gar nicht. Es ist natürlich eben, das Ganze ist... Nein, da kann ich gar nichts machen. Das Ganze ist sehr taktisch basiert mit diesen vier Leuten. Das sind immer 4 verschiedene, logischerweise. Also 4 verschiedene Klassen. Okay, jetzt müssen wir uns auf den Gegenangriff einstellen. Jetzt seht ihr unten, die Map hat sich eigentlich verändert. Aber was soll ich denn hier mit der Pistole mich... War das einer von uns? Nee, das war einer von uns. Oh Gott, ich schieße schon auf die eigenen. Geht schon los. Ich schweige mal ganz kurz und gucke. Der hat ein Maschinengewehr. Kann ich den nicht irgendwie umhauen und dann... Na, ich wäre ein Soldat gewesen. Ich hätte erstmal die eigenen Leute ermordet, damit ich an Waffen komme. Guck, da hinten sind welche. Jetzt sehe ich sie, aber mit dem bisschen Pistole hier, das ist Käse. Ich muss runter. Ich muss in Deckung hier. Das war dann doch eher knapp. Aber die haben eigentlich nicht viel... Nicht keine große Chance, die sind auf dem offenen Feld. Kommen hier angerannt und wir haben Deckung. Hab ich den? Steht das irgendwo? Nee. Ich muss mal ganz kurz den Ingame-Sound ein bisschen leiser machen. Ich verstehe mein eigenes Wort nicht. So, jetzt. Da hinten rennen sie. Sie rennen da hinten. So schön hatte ich die schon lange nicht mehr vor meiner Kimbe und Korn. Nein, jetzt lädt er nach. Und dann habe ich nur eine Pistole. Und jetzt krachen hier die Granaten rein. Jetzt muss ich wieder ein bisschen lauter drehen. Jetzt höre ich den Sound wieder nicht mehr. So, nochmal gucken, ob sie noch rennen. Die rennen noch. Boah. Ja, da konnte ich gerade noch in Deckung gehen. Das hätte sonst eine blutige Nase gegeben. Der ist auch von uns, der Kosche. Also gekennzeichnet ist es relativ gut. Hier fliegt noch ein Flugzeug rüber. Ich weiß nicht genau, was das macht. Oder was das machen soll. Das ist auf jeden Fall sicher kein Spieler. Also wir müssen verteidigen. Ich stehe mal nochmal kurz auf. Kriege wahrscheinlich eh gleich einen Kopfschuss. Ja, okay, ja. Das war das, was ich meinte. Ich möchte auch so einen... Guck mal, oh, das ist doch wie der. Mo. Irgendwie hat es auch noch ein bisschen was von dem guten alten Arma. Hatte ich, glaube ich, schon gesagt. Das ist halt dieses Kimme und Korn und ein Treffer und man ist tot.
Oh, wie unschön, das arme Viech. Da liegt doch, nee, da liegt noch Holz. Da liegt ein Spieler. Oh, die Stelle vorhin, die war schon gut. Ich renn mal irgendwie, mal gucken, ob ich hier reinkomme. Wie sieht's denn auf der Map aus? Okay, hier kommen wir. Hier kommen wir. Ah, da war ich. Okay, das war nämlich eine wirklich gute Stellung. Aha, jetzt müssen wir angreifen. Jetzt seht ihr unten die Map. Das ist grün geworden vor uns. Ja, genau. Oh, so nah. Das ist ja... ja, wie gesagt, es ist einfach schwer. Aber das ist genau der Reiz. Also das, und das macht natürlich, seht ihr hier noch mit Fernglas. Und. Man kann Artillerie holen. Das kann aber alles nur der Kommandant machen, so wie ich das bis jetzt verstanden habe. Und das ganze Spiel ist halt natürlich immer beschränkt auf diese Art Spielfelder hier, die man unten sieht. Also man kann hier nicht groß aus dem Spielfeld raus. Und man muss eben auch gucken, dass man den Kommandanten nicht aus den Augen verliert. Auch wenn ich jetzt eigentlich im Stacheldraht fest, sag mal, die hatten schon mit Zeug zu kämpfen hier. Der gehört zu uns. Ich möchte eine andere Knarre, habe ich das schon gesagt? Ich glaube, da muss ich nachher kurz den Server wechseln. So. Aussehen tut's nicht. Aha, okay, das ist ein gutes Zeichen, wenn es den vor einen... Oder lebt er noch? Ne, der lebt noch. Also er bewegt sich zumindest noch. Ich dachte gerade, wenn der erschossen wird, dann ist es wohl eher ein Zeichen, dass man die Rübe einzieht. Ja, okay, wieder der Engel. Was für ein Bastard, dieser Engel. Ah, und hier haben wir Kosche. Das ist der, bei dem ich gerade gedacht habe, dass er ja tot umgefallen ist. Ist er nicht. Ich renne halt immer noch mit der Pistole rum. Ich würde sagen, ich muss mal gucken. Fortschritt, Erfahrung, bla bla bla. Wechseln. Bin ich Truppführer? Ne, ich bin Sturmmann. Ich weiß nur nicht, was Sturmmann ist. Ich möchte aber nicht zum Truppführer wechseln. Ich möchte zum Nahkämpfer auch nicht. Was kann man denn hier sonst noch? Trupp, nein. Fortschritt, Ausrüstung. Ich hätte halt gern einfach ein Gewehr. Stielhandgranaten habe ich noch. Was passiert denn mit Sperren? Das geht nicht. Wir sind der Truppführer. Ich habe keinen Plan, wie das geht. Wir können es ja mal versuchen. Also jetzt könnte ich... ja, könnte ich. Ich kann jetzt eigentlich... Das ist ja ideal. Wenn man keine Ahnung hat, dass... Oh Gott, was habe ich denn hier für ein Gerät? Das ist wohl... Ach, das bin gar nicht ich. Okay, jetzt geht's los. Fail, fail, fail. Ich muss schnell warten, bis ich wieder reinkomme. Ich wollte gerade sagen, jetzt müsste ich doch eigentlich irgendwie Befehle erteilen können. Und sagen, ob wann wir angreifen, wann nicht. Unser Angriff hat an Schwung verloren. Auf den Gegenangriff einstellen. Seht ihr das Problem? Ich habe immer noch die Pistole. Das ist doch... Ich möchte nicht eine Pistole haben. Ich möchte hier was haben, womit ich schießen kann. Da können wir natürlich nicht wechseln. Wir haben sowieso bloß den einen hier. Wisst ihr was? Wir gehen mal schnell raus. Das funktioniert ja. Relativ einfach, dachte ich. Aber das lädt sogar das Rausgehen. Okay, jetzt gehen wir mal nochmal rauf. Gehen woanders hin und dann hoffe ich... Dann haben wir eh gleich mal noch eine zweite Map. Hier sieht man, wie sie aussieht. Ich glaube, hier waren wir gerade. Zumindest so, wie sie aussah. Hier hat es Wasser. Wir versuchen das mal. Team zufällig. Wenn unten, wenn da eine Stelle sozusagen frei ist, vergeben wird, dann kann man da, kann man die nehmen, zum Beispiel Scharfschütze oder so. Aber wenn halt alle Slots belegt sind, dann sucht sich das Spiel selbstständig einen Platz. Also für uns, für den Spieler. Als Scharfschütze ist es ihre Pflicht, die zerstörerischen Maschinengewehrschützen des Feindes aus dem Weg zu räumen. Okay. Ich glaube aber nicht, dass wir Scharfschütze sind, denn ich denke, das ist doch ein relativ beliebter. Ja, cool. Ah, ich habe ein Gewehr. Gut, jetzt einfach gucken, dass ich nicht gleich tot umfall. Was sind wir denn jetzt? Ich glaube, jetzt sind wir Franzosen. Kann das sein? For King and Country. Nee, Franzosen hatten damals, glaube ich, keinen König. Man müsste mal jemanden reden hören von den Kameraden hier. Wo muss ich denn lang? Ich renne hier mal ihm nach. Das sieht so aus, als wäre das mein Kommandant. Und wir müssen
eigentlich ziemlich weit nach vorne verteidigen sollen wir. Gut. Ziulpwat, sag mal was, dann weiß ich. Das stand gerade ausgezeichnet. Sie sind in der Nähe des Offiziers. Das ist eben das, was das Spiel möchte, damit zusammengespielt wird, damit eine gewisse Taktik zukommt. So, und jetzt habe ich ein Gewehr. Jetzt würde ich auch gerne dieses Gewehr mal benutzen. Da. Oh. Ja. Hm. Puh. Bin ich schon wieder da? Ich bin schon wieder da. Okay. Es gibt auch Schneemaps, so wie ich gesehen habe. Müsste man mal gucken, ob wir mal eine finden noch. Aber eigentlich sollte ich jetzt einfach mal gucken, dass ich hier einen Abschuss hinkriege und nicht dauernd selber Opfer von diesen bleihaltigen Geschenken werde. Hm. Wo geht's lang? Wir können hier lang. Oh, 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 oh. Ach du. Oh, oh, oh. Deckung. Jetzt haben sie zwar geredet, ich habe aber nicht mitgekriegt, was das für eine Sprache war, vor lauter Todesangst. Auf was schießen die denn? Heiliges bisschen. Ich gehe mal gucken. Oh, da oben. Der ist aber gerade... Wow. Okay, der hat irgendwie Granaten oder weiß der Kuckuck, was der da reingeschmissen hat. Ja, aber das kann nicht schaden, wenn wir hier vielleicht mal jemandem zugucken, der das Spiel auch kann. Vielleicht sehen wir dann mal einen Abschuss. Ja, scheiße, jetzt hat es genau... Genau jetzt hat es gewechselt, aber ich glaube, den hat es, glaube ich, einfach erwischt. Deswegen hat es hier zum nächsten Spieler geswitcht. So, wir können wieder einsteigen. Die machen hier Breakdance. Auch schön. Wofür die nicht alles Zeit hatten, während Krieg war. Ich verlasse. Ja, ich verlasse. Ich verlasse nicht, der bewegt sich nicht. Das ist nicht dasselbe. Der ist ein bisschen vorsichtiger. Okay. Die Position des Feindes sofort angreifen. Gut. Wo haben wir die Markierung? Da hinten. Nur, wir können jetzt natürlich nicht wie ein Bekloppter dahin stürmen, denn die Feinde sind trotzdem noch da. Sonst sind wir dann wieder schneller tot, als wir gucken können. Ja, es ist kein Call of Duty, es ist kein Battlefield, ganz klar. Es ist völlig taktisch, vor allem wenn man es eben nicht alleine spielt. Und es ist, wie gesagt, schwierig, ja. Es ist alleine schon schwierig, relativ auf die, ja, auf die Schnelle rauszufinden, wer es Feind, wer nicht. Ich wüsste jetzt nicht, was wir für eine Uniform tragen. Ja, der ist auch gerade gestorben. Ja, es ist ein Gesterbe hier. Aber deswegen habe ich gesagt, falsche Taste. Huch, was ist jetzt? Jetzt ist die Maus im Spiel. Moment, jetzt ist er wieder weg. Wieder was gelernt. Was die Tastaturbefehle... Oh, was die Tastaturbefehle angeht. Okay. Oh. Ich lege mich mal in den Matsch. So. Was hat denn hier gezischt? Und ich wollte noch einen Satz fertig machen. Jetzt weiß ich natürlich nicht mehr... Wie, was, wo. Jetzt verlasse ich hier wieder den Befehlsbereich. So, das wäre zum Beispiel jetzt definitiv eine gute Stellung. Jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Eben, dass man hier bei diesem Spiel schon eindrücklich sieht, wie grausam eigentlich das Ganze war. Denn überleg mal, wie oft wir jetzt gestorben sind in 10 Minuten. Diese 10 Minuten. Ja, die 10 Minuten hat man vielleicht in der Realität oder hatte man. Aber das war's dann auch. Also nach einmal ist natürlich Feierabend. Respawn gab es im Krieg nicht. Was für ein Satz, aber ja, ist halt so. Zum Glück nicht, sonst gäbe es wahrscheinlich noch viel mehr Krieg. Das ist halt auch so. Da kommt doch einer. Wo ist er denn? Der geht bestimmt außen rum und kommt dann irgendwie von hier. Und wenn ich hier liegen bleibe, bin ich ein wunderbares Opfer. Ja, ja, genau. Scheiße, von wo kommt das? Ah, ich glaube, ich habe ihn nicht erwischt. Ja, aber wenigstens haben wir mal einen gesehen. Ein Feind. Ich robbe mal noch mal ein Stück weiter. Da guckt er doch vor. Sie tötet den Fleischpeitsche. Ha! Guck mal einer an. Da ist mir doch noch ein Kill gelungen. Aber jetzt nur nicht übermütig werden, Heisenberg. Da rennt auch noch einer. Da sehe ich auch noch einen Kopf.
Ja, die sehen mich natürlich auch, wenn ich sie sehe. Das ist ein bisschen der Nachteil. Und dadurch, dass ich jetzt doch schon relativ lang an dieser Position bin, das dürfte sich dann langsam mal rumsprechen, dass hier einer liegt. Das ist natürlich tödlich. Das darf man eigentlich nicht machen. Immer an der gleichen Position liegen, das ist für einen Scharfschützen tödlich, das ist aber auch für einen normalen Soldaten tödlich. Sondern, ja, genau. Oh, das war dann die Rache von Herrn Fleischpeitsche. Ja, gut, ich würde sagen, wir beenden mal Folge 1. Vielleicht hat es euch gefallen, das Spiel. Und ihr schaut beim nächsten Mal wieder rein. Ich würde mich freuen. Also ein, zwei Folgen werde ich noch machen. Ein ausgedehntes Let's Play wird es kaum geben. Dafür gibt das Spiel ein bisschen wenig her. Aber so für zwischendurch mal oder so wie jetzt das ganze Spiel mal zeigen, denke ich, ja, kann man machen. Ich wundere mich gerade über diesen Fluss oder was soll das sein? Das ist wohl die Levelgrenze. Ja, dann geht's in die Richtung. Aber in die Richtung geht's erst in der nächsten Folge. Okay, wir haben die Schlacht verloren. Das ist doch jetzt definitiv ein guter Abschluss. Der passt zum Rest des Spiels, beziehungsweise so, wie ich gespielt habe. Aber ein Kill hatte ich. Fleischpeitsche hat unsere Kugel gefunden. Gut, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.